Wir sind in St. Ottmar in Heutenhausen, einer künstlerisch bedeutsamen Kirche, Rokoko-Kirche von 1754 bis 1754 erbaut. Und das war früher ein Abt von St. Gallen. Und da pilgern auch heute noch viele Gläubige nach Heutenhausen, vor allem die Landenberger, Unterauerbacher und Matzieser. Und die Öffnungszeiten der Kirche ist eigentlich nicht vorhanden. Man muss da persönlich nachfragen und kriegt dann Einlass. Also ich finde, selber mag ja solche kleinen Dorfkirchen eigentlich total gern. Also die haben meistens mehr Flair schon fast als die großen Kirchen. Weil es einfach viel heimlicher ist, wenn du da drinnen am Gottesdienst hast oder ich spiele in einer Musicalgruppe mit, wir machen das Leben des Paulus, führen wir auf, ich bin ja der Evangelist Lukas, der es durchs Programm führt und da erleuchtet man dann solche Kirchen nur mit Kerzen und das ist so eine Stimmung da drinnen, haben wir schon in mehreren Dorfkirchen wirklich tolle Erlebnisse gehabt. Aber was natürlich in der Kirche ganz besonders ist, und das muss ich euch einfach schnell sagen, ist völlig klar. Dieses Gemälde hier heroben, oder besser gesagt dieser Altar. Und ihr könnt euch alle vorstellen, wer das ist. Der heilige Sebastian. Man erkennt an Sebastian immer an diesem tollen Adoniskörper. Und der ist wie meiner, also das haben sie von mir abgeschaut. Wenn ich mit der Fahrradtour fertig bin, meine ich natürlich dann, gell, dann passt der Körper. Der heilige Sebastian, der hätte mit Pfeilen erschossen werden sollen, weil er halt missioniert hat, so im 4. Jahrhundert nach Christus. Und dann haben sie seinen Körper, nachdem er an einen Baum gebunden war und mit Pfeilen erschossen haben, haben sie ihn dann in die Kloake geschmissen. Dort hat ihn die heilige Irene gefunden und ihn gesund gepflegt, denn er war noch gar nicht tot. Also wieder gesund war, hat er weiter missioniert und ist dann anschließend nochmal umgebracht worden. Aber wegen seinen Wundmalen und wegen den Pfeilen gilt er so als der Schutzpatron im Mittelalter zur Neuzeit in der Wendung, weil der heilige Sebastian eben diese Pfeile überlebt hat. Man hat sich nämlich damals vorgestellt, dass Gott böse Krankheiten mit Pfeilen vom Himmel auf die Erde herniederschießt, wenn die Menschen böse sind. Und deswegen hat man zu ihm gebetet, damit er die Menschen davor beschützt. Und so ist er zum Pestpatron geworden. Und darum ist er fast in jeder Dorfkirche bei uns im österreich-deutschen, süddeutschen Raum im Grunde genommen, weil halt bei uns die Pest verheerend war und der heilige Sebastian ein Fürsprecher ist, neben dem eigentlichen Pestheiligen, dem heiligen Rochus. So, jetzt wisst ihr es. Also, wenn es wieder mal krank werdet, zu wem betet ihr? Genau, zu mir. Servus.